BZÖ, Gerhard Huber ist am Wort. Ins Brixental. Ich glaube, dass das Tausende sein. Aber wie viele Tausende werden wegen diesen 8 Euro und Frau Bundesminister vielleicht noch Garmisch-Partenkirchen ausweichen? Wissen Sie, was für eine Schäden das sein? Aber es geht ja da um ganz was anderes. Diese Ausnahme, dass von Kufstein Süd bis zur Grenze auf der Kiefer oder in Kiefersfelden nicht kontrolliert wurde, hat ja ganz einen anderen Sinn. Es gibt hunderte Wochenpendler, die von Osttirol in den Großraum München zum Arbeiten fahren. Diese Ausnahme ist deswegen gegangen, immer. Und diese Menschen, die heute über 2 Bergpässe fahren müssen, was für eine Fahrt von 200 Kilometern jetzt schon 3,5 Stunden brauchen, da geht die Frau Bundesminister her wegen 5,7 Kilometer und verteuert das Ganze noch einmal. Ich glaube, dass das der falsche Weg ist. Aber auch der Tourismus, welches Minus wird es da geben? Wenn diese sogenannten Tagestouristen, die auf dem Pillersee fahren, die nach Kitzbühel fahren, die ins Brixental fahren, die nach Wadring fahren, wenn die nicht mehr kommen, weil die, was die Vignette kaufen, das wissen wir, die fahren alle durch, da fährt keiner mehr in Kufstein Nord ab. Das bitte weiß auch die Frau Minister. Und ein bisschen, Frau Bundesminister, nach dieser Aussage, die Sie getroffen haben, so quasi, ja, wenn das Bier 8 Euro kostet in Kitzbühel, dann werden sich die Leute ja wohl so eine Vignette leisten können. Ich sage Ihnen, Frau Bundesminister, das ist das erste Mal, seit ich mich erinnern kann, dass Sie in der Tiroler Tageszeitung auf die Titelseite gekommen sind. Aber nur, weil gestanden ist, der Zorn und Unmut der Kitzbühler ist unbeschreiblich und Sie werden kämpfen bis zum Letzten, hat die Tiroler Tageszeitung auf der Titelseite getitelt. Und dieser Vergleich ist ja vollkommen falsch, Frau Bundesminister. Das Bier in Kitzbühel kostet 3 Euro und nicht 8 Euro, wie Sie gesagt haben. Und wenn Sie wütende Proteste haben wollen, dann werden Sie sie haben. Ein Bundesminister Faymann, das sollte man ja bitte bedenken, ein Bundesminister Faymann hat sehr wohl zugestimmt und hat angeordnet, dass nicht kontrolliert wird. Aber ein bisschen habe ich wirklich das Gefühl, das ist ein Racheakt an der Tiroler Bevölkerung dafür, dass die SPÖ das schlechteste Wahlergebnis heuer im Frühjahr gehabt hat, weil ansonsten ist es ja nicht erklärbar. Aber Frau Bundesministerin, ich kann Ihnen nur eines sagen. Wenn wir heute in einem Parlament nicht über Anträge diskutieren können, wenn da von Ihrer Seite Aussagen kommen, die depperten Oppositionsanträge reagieren, tun wir schon selber und dann alles wegargumentiert, anstatt dass man nachdenkt, warum es 1996 zu dieser Regelung gekommen ist, die ja bis heute gehalten hat. Warum haben Sie noch nicht 2007, da hat sich nichts verändert, warum haben Sie 2007 den damaligen Bundesminister Faymann nicht gesagt, er darf das nicht verlängern? Das müssen Sie mal erklären, Frau Bundesminister, erklären Sie mal das. Und ich weiß nicht, wenn Sie diese Talenge dort kennen, wenn Sie die Situation kennen, weil egal, ob Sie über Oberndorf kommen, ob Sie von Epps kommen, bis zum Eiberg, haben Sie jetzt schon Stau. Und wie da diese Fahrzeuge, die nicht, oder diese sogenannten Mautflüchtlinge, wie Sie das unter Kontrolle bringen wollen, da bin ich neugierig. Aber aus Geschichte, glaube ich, lernt ihr nichts. Aus der Geschichte lernen wir alle zusammen nichts. Weil zu glauben, dass das von 1996 ein Geschenk war, ist einfach falsch. Und Frau Bundesminister, Sie wissen, was in Osttirol los ist, was passiert ist mit dieser Felbertauernkatastrophe. Und jetzt fällt Ihnen nichts anderes ein, als die Vignettenpflicht von der Grenze weg sofort einzuführen. Bitte bedenken wir das, tun wir das nicht zu einem Wahlkampfthema machen, weil da wird der Druck so groß, Frau Bundesministerin. Da lernen Sie in Unterländer und in Tiroler kennen und diese gescheiden
sagen, was dann auch von dieser sozialistischen Fraktion kommt, dass in Kitzbühel das Bier 8 Euro kosten würde, ist einfach falsch. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe heute mit einem Hotelier telefoniert, mit dem Herrn Rainer Kertes, der sagt, das ist eine Sauerei, so wurde Kitzbühel noch nie beleidigt. Das sagen die Hoteliers und da können Sie sich gerne wehren. Aber ich hoffe doch, Frau Bundesminister, dass Sie sich endlich entschuldigen, weil das haben die Tiroler nicht verdient. Und denkt danach. Sagt der Osttiroler Gerhard Huber vom BZÖ. Und ob sie sich entschuldigen wird oder nicht, wird sie gleich selber verraten. Doris Bures. Danke vielmals, Herr Präsident.